In diesem Tagesimpuls geht es um etwas Ähnliches wie gestern, also es ist quasi die Weiterführung. Deshalb, wenn du das, den Impuls von gestern nicht angehört hast, das würde ich dann machen, weil du bist Experte. Was meine ich damit? Also eben, ich sehe jeden Menschen auf Augenhöhe. Das heißt, ich als Diana, ich als Coach, würde mir niemals anmaßen, über das Leben eines anderen ein Urteil zu fällen. Über den Weg, den ein anderer gemacht hat, ein Urteil zu fällen. Oder sogar mir einzubilden, ich wüsste, was der andere in seinem Leben braucht. Also das heißt, ich würde dann eingreifen, ich würde dann sagen, hey, alles mir nach, ich weiß den Weg. Und das würde ich für anmaßend und nicht richtig empfinden. Weil jeder von uns ist auf seinem eigenen Weg. Jeder von uns ist, und ich gehe jetzt mal persönlich davon aus, dass wir uns die Situation ausgesucht haben, um wirklich auch zu wachsen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das heißt, ich kann andere inspirieren. Ich kann einen Menschen inspirieren mit dem, was ich mache, mit der Art und Weise, wie ich es mache. Aber ich würde es hochgradig übergriffig, als hochgradig übergriffig empfinden, wenn ich einem anderen Menschen sage, was er zu tun und zu lassen hat. Das mache ich generell bei niemandem und schon gar nicht in meiner Arbeit. Also wie gesagt, das ist etwas, was ich auch nicht als zielführend empfinde. Genau in solchen Systemen sind wir groß geworden, stecken wir drin oder sind jetzt zum Glück mit einem halben Fuß oder mit einem Fuß draußen. Also geht es jetzt darum, dieses System abzuschütteln. Aber das geht nur, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Experten unseres eigenen Lebens sind. Und wenn dann jemand sagt, hey, Diana, ich habe hier ein Thema, das möchte ich gern anschauen, dann ist es eben also meine Überzeugung davon, was meine Arbeit ist, Coaching, nämlich den Menschen dabei zu unterstützen, genau in diese Kraft zu kommen, dass er weiß, okay, hey, ich höre mir das an, ich weiß, dass Diana mir dabei hilft, wirklich in meine eigene Kraft zu kommen. Weil was ist das Gegenteil davon? Das ist das Gurutum, sage ich jetzt mal. Dass wir uns abhängige Menschen schaffen, die nur darauf warten, bis einer von uns irgendetwas sagt und findet, hey, du machst das und das und das solltest du nicht machen. Das ist einfach quasi ein in einer anderen Farbe gestrichener Zaun. Aber es ist genau das Gleiche, weil jetzt geht es um eine Sache, dass wir die Verantwortung für uns so übernehmen, für jeder einzelne von uns und nicht warten, bis irgendjemand, wo auch immer der ist, irgendein Zeichen gibt und sagt, jetzt machen wir das, jetzt seid ihr erlöst. Das ist alles nicht wahr. Das wird nie passieren. Und deshalb ist es mir so wichtig, die Menschen dabei zu unterstützen, wirklich in die eigene Kraft zu kommen. Und ich weiß, häufig ist es das allererste Mal, dass wir spüren, hey, ich bin Experte. Ich übernehme das Ruder für mein Leben. Im Boot meines Lebens nehme ich jetzt das Ruder in die Hand und sage, wohin das geht. Und jetzt nochmal, wir sind nicht so konditioniert, wir kennen das nicht. Und das ist meine Arbeit. Ich will dir das Gefühl geben, dass du Expertin, Experte deines Lebens bist. Sorry, bei uns ist gerade Trubel, aber blende es aus. Es geht um die Message und ich finde das wichtig. Also, ich hoffe, ich konnte dir hier einen sehr, sehr, sehr wichtigen Impuls geben. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Vielen Dank.